Während sich der FC Bayern München in Verhandlungen mit dem FC Liverpool um Sadio Mané befindet, bereiten die Reds im Hintergrund ein Angebot für einen anderen Stürmer vor. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano handelt es sich um Darwin Núñez von Benfica Lissabon. Núñez hatte in der abgelaufenen Saison 34 Tore für Benfica geschossen, unter anderem 2 gegen den FC Liverpool im Champions League Viertelfinale. Núñez gilt weithin als das größte Neuner-Talent der Welt neben Erling Haaland und Dusan Vlahovic und ist erst 22 Jahre alt. Klingt doch eigentlich alles perfekt für den FC Bayern München, der ja selbst einen Nachfolger für Robert Lewandowski sucht. Aber warum bieten die Bayern nicht auf Núñez? Warum sind sie nicht an ihm interessiert? Nach Sport1-Informationen hat das verschiedene Gründe. Zunächst sind die Bayern nicht unbedingt davon überzeugt, dass Núñez dieses hohe Niveau auch in einer Top-Liga konstant halten kann. Außerdem haben sie in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen mit Talenten aus Portugal gemacht. Renato Sanches war dafür ein sehr treffendes Beispiel. Und die finanzielle Komponente ist ein Problem. Laut Romano bietet Liverpool 80 Millionen Euro und Zusatzzahlungen von bis zu 20 Millionen Euro, also Gesamtpaket 100 Millionen Euro. Das sind die Bayern nicht bereit zu bieten. Dennoch muss man auf diese Personalie achten. Denn sollten Serge Gnabry und Robert Lewandowski verkauft werden, dann kann es sein, dass die Bayern einen kostspieligen Transfer tätigen. Und dann muss die Frage erlaubt sein, ob nicht Núñez dafür der richtige Mann wäre. Jürgen Klopp sagte nach diesen Viertelfinals, dass er ihm eine große Karriere prognostiziert. Und wenn er jetzt zu Liverpool geht und dort richtig durchstartet, dann muss sich der FC Bayern die Kritik gefallen lassen, dass er nicht auf diesen Spieler geboten hat.